So, heute machen wir die Einordnung von Lebewesen, und zwar am Beispiel des Wolfes. Wir ordnen die Lebewesen jetzt nach sechs Kategorien ein. Und das wären zum einen der Stamm, die Klasse, die Ordnung, dann die Familie, die Gattung und zu guter Letzt die Art. Machen wir das jetzt am Beispiel des Wolfs, dann haben wir beim Stamm die Wirbeltiere. Die Klasse, in die man den Wolf einordnen kann, sind die Säugetiere. Der Wolf gehört zur Ordnung der Raubtiere und er gehört zur Familie der Hundeartigen. Die Gattung des Wolfs sind die Gattung Hunde und die Gattung der Hunde hat den lateinischen Namen Canis. Die Art ist nun der Wolf, das heißt Canis lupus, und Lupus ist dann eben die spezielle Artbezeichnung. Das heißt, wir haben das Canis von der Gattung und den artspezifischen Namen. Dann habe ich noch einen kurzen Merksatz für euch, wie ihr euch diese ganzen Kategorien merken könnt. Und zwar, lautet der: Sieh keine Ordnung für gering an. Und da habt ihr dann eben immer die ersten Buchstaben. Ich hoffe, ich konnte euch dieses Mal auch wieder helfen. Wie immer alles unten rein, Anmerkungen, Verbesserungsvorschläge, Abo, liken hilft natürlich wie immer. Ciao.